Hallo, willkommen zum Let's Play Killing Floor mit Ustra und mir Naughty Doll. Wir ja, haben hier gerade einen Server ausgewählt, Mountain Pass, und ich denke mal, wir legen auch gleich los. Ja, dann legen wir mal los. Hallöchen da draußen. Ja, wie gewohnt sieben Wellen, wie auch schon beim letzten Mal zu sehen, damit es nicht ganz so lang wird. Ja, 10 Wellen sind nämlich schon ziemlich lange zu zweit. Und ich hab mich extra wieder in Schale geworfen und du lässt dich hängen. Ach, ist nicht so schlimm. Mit dem ich. Oh, ich habe Blut an der Klinge. Okay. Lass uns runter auf den Weg gehen. Okay, Der gut. Helikopter ist doof. Ja, da kamen immer ganz schlecht hier die Mobs in, die ganzen Zombies. So. Wo seid ihr denn, ihr kleinen Süßen? Da von links kommen sie. Ah, schön. Blackfire Server. Nicht schlecht. Irgendwie kommen hier gar keine Mobs, kann das sein? Die lassen sich ja richtig viel Zeit. Der ist so eine richtig große Karte. Nein, in den Kopf! In den Kopf, Nigel, das haben wir Ja, effektiv. ich Du hab hast schon ihn in den. dreimal drauf Du hast ihn geschossen. den Arm abgeschossen. Ach, du hast ja noch die. Ich habe ja die leicht böse Welt. Oh mein Sehr Gott. gut. Sehr Ah, gut. ja. Fühle die Kugel, fühle die Bewegung. Ich muss halt wieder reinkommen. Ich brauche immer so ein paar Minuten, dann geht das auch mit den Kopfschüssen. Oh Ah, kommt immer auf die oh. Distanz an. Gerade hier kommen viele. Ja, dann musst du viel schießen. Ich dachte, du hilfst mir. Nein. Ich guck zu. Toll. Da wird eine Lady bedroht und der Herr lässt sich gut gehen. Bedroht. Die sind noch 10 Meter weg und du sagst bedroht. Ich bitte dich. Die machen komische Geräusche. Ich fühle mich bedroht. Ja, sind 150 Meter. Ich gehe schon mal Richtung Händler. Ja, ich könnte dir auch helfen. Ja, ich weiß, also du stehst immer hinter mir. Ja, auch das. Aber nur um dann zu sagen, ich hab's dir doch gesagt. Ja. Okay, ich werde mich mal auch auf den Weg machen dahin. Ja, ich hätte jetzt extra gewartet. Ach Oh, so. ein Fetti. Irgendwie habe ich den jetzt auch nicht getroffen. Naja, einer lebt noch. Lassen wir das doch auf Ja. dabei. Ah. Nein, nicht Warte erschießen. nach. Nimm den Warum? mit. Nimm den mit. Ja, sonst verliert. Ah, okay. Ich meine, wir haben genug Zeit beim Händler, oder? Ja, eigentlich schon, Okay. denke ich. Ja. Hoffen wir. Ich lass mal dahin So. hetzen. Und was hast du sonst die letzten Tage so getrieben bei YouTube? Hast du weiter bei Dings gemacht? Ja, hier, Ja. Tomb Raider machst du noch, Der ne? Atombeller, genau, ja. Ja, das war schon ein Schock, also was man da alles sieht. Echt? Ja, ganz viel Blut und. Ja, das habe ich hier auch. Ja, gut, aber da ist es, finde ich, ein bisschen extremer, vor allen Dingen, weil ja da immer diese Videosequenzen kommen. Ja. Ja, aber sonst war es ganz interessant. Und bei dir? Oh, ich habe im Moment zu wenig Zeit, glaube ich. Oh. Bei mir läuft im Moment noch auf Orcs and Men. Da gab es eine riesige Wendung in der Story, die ich selber auch nicht vermutet habe. Okay. Und irgendwie geht das Spiel jetzt doch noch weiter, obwohl ich schon dachte, dass ich jetzt dem Ende nahe bin, aber irgendwie nicht. Na gut. Oh, ist doch gut. Aber guck Klar. dir den mal an, der sieht richtig hübsch aus. Der sieht schon Ja, richtig wie ein Zombie aus. der sieht also hübsch aus. Das macht dich also an. Wenn der richtig schön Brandnarben und irgendwelche Pocken und. Ja, okay. Okay. Wenn du das so magst. Ja, er sieht ziemlich interessant aus, Ach, wenn ich interessant. zu erzählen. Und der hat einen Granatenwerfer. Sehr interessant. Weil sie ist gerade nicht viele. Okay. Oh, hier sind so vier, fünf Leute. Ach, es ist super, dass ich nur die erste Waffe gerade habe, aber okay. So, in Ordnung. Soll ich dir eine Schrotflinte geben? Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, ich spiele damit sowieso nicht. Ach so, dann lohnt sich das auch nicht. Oh, da schießt aber einer von ganz weit hinten. Ich laufe mal da ein bisschen hin. Feuerwehrmann, ich geh schon. Du? Ach so, du gehst. Den treffe ich doch von hier. Ja, ich kann ja nicht so weit schießen. Warum nicht? Weil die Pistole nicht so die Reichweite hat, aber es war schon ein bisschen. Natürlich. Nein. Hat schon. So bei mir nie. Ja gut, die Sache ist eher, dass man Mein Gott. nicht einschätzen kann, wie hoch man zielen muss. Auf jetzt. Hab dein Leben gerettet.
Oh, jemand war hinter mir. Du hast dich ja gar nicht beschützt. Ich wurde da voll angegriffen. Hab ich? Ich hab dich voll beschützt und jetzt habe ich dich ein bisschen mit meiner heilenden Dingsbums ange. Du weißt schon was. Mhm. So. Oh Gott, oh Gott. Sollst du mich auch mal ein bisschen umdrehen? Oh ja, ja. Na, dreh dich doch mal. Die Aussicht ist phänomenal. Geh doch mal weg jetzt hier. Irgendwie ist gerade Party. Verdammt nochmal, geh weg, du blöde Spinner. Okay. Hab dich ein bisschen. Erstmal überlegen, wo wir hin müssen. Ach, den müssen wir erstmal erledigen. Ja, besser Arm ab als Arm dran. Oder so. Da kommt mir bekannt vor aus WoW der Erfolg. Hallo? WoW hast du gespielt, echt? Ja, hab ich gespielt. Mm. 2 Jahre lang, ja. Ach, nur 2 Jahre, da bist du keine Konkurrenz. Ja. Hast du dir jetzt echt den Granatenwerfer geschnappt? Ja, ich hab. Okay, siehst du da ganz hinten noch diese beiden Pappgesichter? Oh. Die kann man von hier locker flockig. Irgendwie höre ich so einen Flammenwerfer-Typen. Ja. Aber frag mich nicht wo. Also ich nicht. Ich höre gar nichts. Ja, der muss irgendwo da oben sein. Ich höre nur so. Ja, dieses ist ja der Flammenwerfer-Typ. Ach so. Da ist er. Hey, Friendo. Ja, tschüss. Er hat jetzt ein schickes Loch in seiner Brust. Das, was sich alle wünschen. Also ich nicht. Ich will meine Brust behalten. Erstmal ein bisschen selbst spritzen. Oh, gut. Wie, was? Ach so, ja, kannst du das machen. Aber so ein schickes Loch? Ich würde mir das überlegen. Oh mein Gott, ey. Brauchst du keine Handtasche mehr, kannst die Sachen gleich so mit dir rumschleppen. Ich habe auch so schöne Löcher, ich brauch kein neues Loch. Ah. Okay. Ja. Da hast du mir echt eine Vorlage gegeben, tut mir leid. Ich kann es nicht beurteilen, sorry. Ich halte mich da raus und oder egal. Lass es. Ah, denk nicht drüber nach. Hier ist wieder so ein richtig hübscher. Ach, das ist der gestorben. Das ist derselbe. Ah, okay. Der bleibt hübsch. Hier sind noch mehr, deswegen. Ja, ja. Such dir einen aus. Die wollen bestimmt alle die hübschen Löcher sehen. So. Ja. Schön, dass wir das auch mal thematisiert haben. Ja. Ja, das haben wir schon immer gesehen. Oh, guck mal, hier ist unsichtbar. Und tot. Wo bist du denn hin? Ach, da vorne. Ach, da. Ja, ich hab getroffen vom Walten. Ist doch gut. War doch nett, die Distanz. Ja. So, 140 Meter. Auch da hinten ist ein Flammenwerfer-Typ. Ja, aber den sehe ich. Den sehe ich nicht mal. Ach, doch. Nee. Keiner. Ach, da. Ich gehe schon. Knapp vorbei bei mir. Ja, das Auto ist schon kaputt, da brauchst du nicht nochmal drauf schießen. Hab ich gar nicht. Nicht du. Würde ich sowas tun. Oh, da ist einmal ein Schreihals. Schreihals? Mhm. Oh ja, genau. Ich bin genau reingelaufen in den. Ja? Ja. Schön warm und so, tschüss, der geht erstmal über die Brüstung. Wiedersehen. So, erstmal Leben wiedergeben. Ja, ich wollte ja auch gerade ein bisschen, egal. Oh, von da oben kommen viele, glaube ich. Ja. Rote. Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. So. Ah, ja, gut, ist ja jetzt nicht ganz so aufregend hier. So. Also, jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, was wir die letzten Tage noch gemacht haben. Ja. Ja. Und über gewisse andere Dinge. Ja. Da möchte ich gerne noch beweisen. Ach, egal. Na. So weit sind wir noch nicht. Vorsicht, rechts von dir. Hinter dir. Oh, scheiße. Sie war nackt. Oh, ja, ich hab unser Gespräch mitgekriegt. Nicht ganz nackt. Egal. Wollen wir in den Wald gehen? Ja. Ich zeig dir meine Lieblingsstelle im Wald. Okay, dann mach das mal. Oh Gott, ich höre hier noch Spinnen. Hier, siehst du, 2 Schlafsäcke und ein bisschen, ich weiß nicht, was ist hier, irgend so ein Fusel, irgendwas Alkoholisches. Ne, ich trinke keinen Alkohol. Nein, danke. Kein Alkohol? Nein. Wir haben hier noch, weiß ich nicht. Spiritus. Kloreiniger ist noch da. Oder was die weiße Flasche da sein soll. Warum sollte man Kloreiniger mitnehmen in den Wald?
Weiß ich nicht. Vielleicht fürs Bambusklo, was man sich da baut? Möglich, möglich. So, 80 Meter noch. Ich gehe ein bisschen spazieren und zeig dir mal die schöne Natur, ohne sich... Oh, da war ein Frischchen in meinem Hals. Die erste Natur hat sich schon gezeigt. Ah. Und zeig dir mal ein bisschen die Schönheit der Natur hier. Bäume und Sträucher, Untote. Wie bei mir zu Hause. Eieiei. Ja, aber brauchst du nicht vor die Tür gehen, da hast du... Genug Action. Ja. Hier der brennende Baum, auch schön. Brennt übrigens ganzjährig, also musst du... Ich frag mich, ob es bald so ein Event geben wird hier in Killing Floor. Halloween-Event, ja, sicher. Genau. Da gibt's eine neue Karte. Oh, das ist toll. Die von 2010 oder 11, das ist meine Lieblingskarte im ganz Killing Floor. Das Bethlehem heißt die, das ist in so einer, das ist so eine Diskothek in so einer psychiatrischen Anstalt. Das ist ganz geil. Die Map gibt es doch schon. Ich sag ja, die ist ganz cool. Ah, genau, ja, ich finde die auch richtig schön. Also, ja, die sieht richtig gut aus. Vor allem mit den ganzen Lichtern und. Mit den Lichtern. Ist auch relativ dunkel, muss ich sagen, die Map. Mal gucken, ob da auch eine neue Weihnachtsmap kommt, aber das weiß ich dann. Natti, komm! Achso, ich wollte dich was fragen, wisst ihr? Ja. Ich hatte jetzt letztens mal in deinem Livestream gesehen, den ich natürlich hier auch nochmal anspreche. Natürlich. Gesehen, am 31. gibt es eine Halloween-Überraschung. Ja. Möchtest du dazu schon irgendwas sagen, jetzt hier nochmal an dieser Stelle? Wenn nicht, dann nicht. Ich wollte es ja nur mal fragen. Es soll ja eine Überraschung sein. Wenn ich da was sage, also dann ist es ja keine Überraschung mehr. Es soll so überraschend sein, dass da gar nichts zugesprochen werden kann. Genau, ich glaube, es wird eine sehr, sehr große Überraschung. Mehr sage ich dazu nicht. Okay. Okay. Es hört sich mysteriös an und ich bin gespannt. Warum wolltest du mal Facecam machen? Sowas ähnliches? Nein, warte, stopp! Das kann man jetzt am 31. herausfinden. Ja, dann muss ich das mal herausfinden am 31. Ja. Ist das dann live oder? Ja, ist ja, ja, klar. Ist alles okay. Live und alles echt. Alles. Oh! Ja. Okay. Ich glaube, es wird sehr schön werden. Schön, ja, dann, das ist Freude, da freue ich mich drauf dann. Solange es nicht jemand Geld haben. Solange es nicht. Nein, ja, schieb doch allen das Geld in Popo! Mann, die müssen was dafür tun! Ja, die sind ja schon in das Spiel reingekommen. Können sie sich um das Geld kloppen, wenn jemand Geld Wie? Hat. Wie? Ich brauche. Hier. Ich habe kein Geld. Ah, dankeschön. Die letzten 16 Pfund sind an die Familienkasse gegangen. Vielen genau. Dank. Bitte. Hey, nein! Doch! Du kannst doch nicht einfach irgendwelche Leute Geld geben. Wolltest du mich aussperren? Da wollte ich gar nicht. Doch! Ich wollte nur zeigen, was passiert, wenn man mir kein Geld gibt. Ich hab's doch genau gesehen. Tut mir leid. Okay, ich glaube, wir sind jetzt in der fünften Welle, ne? Oder vierte? Vierte erst. Vierte. Wir sind nicht so schnell. Mach doch ganz in Ruhe, langsam. Lass es erstmal auf dich zukommen. Oh, ja, da kommen sie schon. Wenn die zu nah kommen, ist doch schön. Ganz tot begeben. Kuscheln hier. Ich hab gerade dreimal auf den geschossen und er ist nicht tot. Das ist nee, ich hatte dem auch den Kopf abgeschossen, der wollte auch nicht. Irgendwie, hier was komisches. Wir stehen doof, weil die kommen auch von hinter uns und von vor uns und von rechts. Ja, und ich habe gerade Spinnen gehört, wieder dieses. Okay, dann lass uns mal hier hochstiefeln. Folge mir und meinem Geschrei. Oder den Leichen, je nachdem. Okay. Aua. Folge ich dir mal. Ich hasse Spinnen. Ekelhaft. Echt? Ja. Auch im Real Life oder nur gaming-technisch? Oh, eine Kettensäge! Alles. Oh, Kettensäge, oh mein Gott, ja. Ah ja, ich weiß, was ich noch wollte. Ich wollte noch meinen Perk wechseln. Ah, ja. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also es gibt 6 verschiedene Perks. Darunter der Scharfschütze, den vertritt gerade Naughty Doll. Also da zählt alles, was Kopfschüsse macht, macht mehr Schaden. Und mit Handfeuerwaffen macht man mehr Schaden. EP, CP, TPC. Dann gibt es hier den ich mache hier, den Ingenieur. Dem Ingenieur ist ja nichts zu schwör, bekanntlich. Und Schrotflinte benutze ich da ab und zu. Und ich darf mehr Granaten tragen. Ich habe dich schon wieder gerettet. Unglaublich. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ich wurde irgendwie angegriffen. Ah, ich geh mal hier hinten gucken, dass hier nichts passiert. So, jetzt sind wir doch wieder im Helikopter. Sehr schön. Magische Anziehung. Auch das.
Deswegen spielen wir auch zusammen, oder wie war das? Wer weiß. Ach so. Ja, dann gibt's ja noch den Heiler hier, ne? Den Heiler? Medic heißt der, ja. Genau. Und was gibt's denn da noch so schönes? So ein Feuerwerfer. Feuerteufel, genau. Genau. Das, mit Flammenwerfern so kann er umgehen. Oder auch mit so, es gibt sogar so Revolver mit Brandmunition und so ein Spaß. Achso, das dann die, die auch so diese rote Leuchtmunition haben, oder? Ja, genau. Oh. Damit konnte ich einmal spielen, das sieht richtig cool aus. Welche, diese Waffe zum Aufladen? Ja, die schießt halt so rote Munition, so... So Leuchtkugeln oder so wie, Ne, Leuchtkugeln war das. Ah, okay, also das sind diese Revolver. Ja, die finde ich auch nicht schlecht. Dann, was gibt's noch? Den, ja, der hinten, den Demolisher, also mit so mit Granatenwerfern und so. Das, was ich in der letzten Folge am Ende gemacht habe, mit so einem riesigen, Wumms dich tot. Verdammt, ich will den heilen, der rennt einfach weg. Was denn doch? Achso, du bist ja doch nicht die Hebamme. Jedem willst hier Geld im Popo schieben und heilen und ich will keine Hebamme. Ich helfe dabei bestimmt nicht. Ich wollte ja nochmal. Ach, ich habe gerade eklige Vorstellungen. Warum? Das ist doch natürlich. Ja. Ja. Oh, ich schieße halt wieder wunderbar daneben. Geht mir genauso. Irgendwo ist ein Schreihals. Seh den aber nicht. Ja. Hast du denn auch schon alle meine tollen Killing Floor Vokabeln gelernt? Nein, ich glaube nicht, nein. Der Ausraster und die Kettensäge und der Feuerwehrmann und der Schreihals und Fetti und wie sie alle heißen. Musst du doch wissen. Nö, die kenne ich noch nicht alle. Wir müssen uns doch verständigen können. Ich sag halt immer nur Spinne und das war's. Alle anderen sind mir, okay, Fetti oder Dicky sag ich dann auch noch. Aber alle anderen sind einfach Zombies bei mir. Du machst da also wenig Unterschiede. Nö. Hast du Left 4 Dead gespielt? Nein, noch nie. Noch nie? Noch nie, da gibt nein. es Unterschiede zwischen den Untoten. Ja, und die da wären? Dumme, schnelle, langsamer, mit langer Zunge, dicke, welche, die auf dich draufspringen, welche, die Säure spucken, Die dicken, die Autos durch die Gegend schmeißen. Oh wow, okay. Und die weinenden Frauen, die am Boden sitzen und wahrscheinlich kurz vor der Zombie-Apokalypse von ihren Männern verlassen wurden, die sind ganz besonders gefährlich. Zickig sind die auch. Nee, ich habe das noch nie gespielt, weil Killing Floor ist mein erster Shooter, deswegen, ja. Kenne ich die anderen nur so vom Hörensagen. Aus Sagen, aus Mythen und Sagen kennt man genau, die. Genau, richtig, ja. Oh, hier ist einer mit so einem Flammending. Komm, jetzt reiß doch mal einen Witz über diesen Mülleimer. Komm. Zu spät! Ja. Das geht gar nicht. Ich bin nicht so der Mensch, der... Nein. ...so einfach so einen Witz reißen Bam. Kann. Das muss halt situationsbedingt kommen bei mir. Ja, dann laufen wir nochmal in den Wald und du suchst dir mal den schönsten Stamm aus. Los. Oh, da muss er aber lang und dick sein. Mal gucken, was wir so finden. Eigentlich finde ich den ganz gut, aber der ist, glaube ich, zu nah an dem Hubschrauber. Dann ist Max ja nicht. Und hier haben wir schon den ersten Zombie. Ich habe schon wieder meinen Perk nicht gewechselt. Intelligenzbolzen 100%. Du lenkst mich ab. Ich schlawine immer hinter dir her, weißt du? Geh ruhig vor. Ich kenne dich, ich weiß nicht, ob du so diverse Light Age Comics kennst, ja? Ich schon. Ich weiß, warum die Frau vorgeht. Hm? Bist du schon. Ach, da bist du schon wieder hin. Ja. Oh, und hinter dir ist jemand, hinter dir? Ja, hinter dir auch. Oh, also, oh mein Gott. Ich hab die gerade gar nicht gesehen, die war einfach da. Tja, passiert. Die versteckt. Also, ja. Und? Welcher Stamm gefällt dir? Den mit Blättern dran oder hier ohne? Boah, das kommt immer noch Situation drauf an. Was? Ob Sommer oder Herbst? Ja, stimmt. Ja, richtig. Lass dich mal ein bisschen bespritzen, dankeschön. Komm. Oh ja, gerne. Komm. Oh ja, danke. Endlich. Ah, jetzt bin ich glücklich. Sehr gut, und geheilt. Ich hier irgendwie eine Kettensäge reißen. Kettensäge? Ja, ich sehe noch eine Unsichtbare. War eben auf Diste. Okay, die sich auch, ja. Wo ist die denn? Ach, der wird da gerade oben... Da hab ich was gehört. Ja, ich auch. Oh, einer hat schon das Spiel verlassen. Sehr gut. Macht das aber auch nichts. Der lässt uns hier im Stich mit den ganzen Mobs. Sind das Mobs?
Ja, Zombies halt. Wir sind hier nicht in einem MMORPG, also bitte. Ich weiß auch nicht, das kommt einfach so raus aus meinem Mund. Aha, sehr gut. Andere Seite. Oh, der hat mich... die überlasse ich dir mal. Ich werde mal hier vorne ein bisschen aufräumen. Okay. Vor allem ist wieder so ein Flammenwerfer. Genehmigt. Sehr, sehr gut. Die Vokabeln laufen ja über die Lippen. Geh weg. Geh weg. Du bist. Oh, jedes dick. Mal. Wo bist du denn hin? Ach da. Verdammt nochmal. Jetzt geh einfach tot. Du bist nicht nett zu deinen Mitmenschen. Das waren alles mal nette Leute. Und du sagst einfach, geh tot. Tja, Pech. Die wollen mich ja auch killen. Deswegen heißt es ja auch Killing Floor, weil die alle kitzlig sind. Also den einen will ich hier ein bisschen halten. Oh, lauf um dein Leben. Lauf Warum? Um dein Leben. Guck mal nach hinten. Oh nein. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Oh, wo rennt der denn hin? Nach mir. Nein, nein, nicht zu mir. Oh nein. Oh, ja. Sehr gut. Sehr gut. Aber wie der gerade erst mal gelaufen ist, so irgendwie ganz komisch. So. Oh Gott, hier sind ganz viele Zombies hier vorne. Ja. Da bleib doch in der Nähe, dann kann ich dir auch helfen. Vorsicht, Schreihals. So wollte ich die Kleinen killen. Meine Waffenauswahl ist heute nicht die beste. Ach, warum? Nee, irgendwie, ich laufe nur mit den Lulli-Waffen heute hier rum, das ist nicht schön. Ja, wahrscheinlich, weil die ganze Zeit wechseln wird, das vergisst und das ist dann die Strafe dafür. Hm, könnte sein. Aber hier mit dem langen Hebel, den ich auch schon in der ersten Folge am Anfang benutzt habe, der ist immer noch schön. Da kannst du Distanzen mit erreichen. Da träumt, da träumt jemand von. Ja. Der Führer. Einen Moment bitte, ich muss mal eben hier kurz was nachschauen. Okay, ich piekst dir meinen Popo so lange. Okay. Was wolltest du nachschauen? Bin ich neugierig. Okay. Dann mach ich so lange den Alleinunterhalter. Ja, hier immer noch in meinem Killing Floor Mountain Pass. Tut mir leid. Mit der Nutty Doll, die weiß ich nicht, wo weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ich bin wieder da. Ich bin hat wieder da. Hat sich wahrscheinlich gerade im Spiegel gesehen und konnte nicht wegschauen. Ja, genau. Gut. Ach je. Yeah. Ich glaube, ich habe diesmal dran gedacht, den Perk zu wechseln. Was willst du denn haben? Wie willst du mich denn haben? Ich weiß auch nicht. Jetzt sag nichts Zweideutiges. Den Flammenwerfer, den finde ich immer ganz lustig, weil nee, ich spiele ja die anderen Sachen nicht. Nee, den finde ich nicht gut. Falsche Wahl. Oh, dann. Nee, ich habe schon ausgesucht. Das dauert mir zu lange. Okay. Du doch mal fertig wirst, ne? Oh, verdammt, ich musste nachladen. Den Bogen nehme ich auch noch mit. So, ich habe alles, was ich brauche. Ich bin mal Melee geworden. Also Nahkampf, das haben wir vorhin auch vergessen beim Aufzählen. Ach, nein, Nahkampf. Ah, ja, das könnte ich nie spielen. Schneller laufen, weniger Schaden, Kettensäge. Ja, ich hab mir noch die Armbrust dazu gekauft. Dann kann ich die stunnen. Also stunnen sagt dir natürlich was. Muss ich dir natürlich nicht vormachen. Und dann kann ich den einfach mit dem Schwert enthaupten. Okay. Ja, wenn ich dann mit dem Messer rumfuchtel, dann wird das nie was, also... Ich hab hier das etwas größere Brotmesser in der Familienpackung. Ah, ich sehe schon, ja. Cool, cool. So, wo müssen wir hin? Vorletzte Welle haben wir, das ist doch schon mal... Ich schätze mal weiter, also hier, oh Gottchen, da sehe ich schon welche. Ja. Vor allem, wir sind auch dann in der Richtung des Händlers. Ich muss nicht mehr so weit laufen dann. Ja, man sollte sich auch schonen bei der Wanderung. Hast du denn deine Wanderstiefel wenigstens an? Immer. Immer. Immer bereit. Was heißt denn immer? Immer halt. Okay. Ja, wenn man's braucht. Beim Schlafen. Habe ich Wanderstiefel immer anlassen, sehr gut. Da hinten ist irgendwo ein Flammenwerfer. Aber ich höre irgendwie was anderes. Da! Also du hörst Sachen, die habe ich noch nie gehört. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Da muss man den Game-Sound anmachen, das hilft. Der ist ja an. Oh ja, schrei mich an. Blödes Vieh. Okay, Arm ab. Ich habe ihn entwaffnet. Ach, was macht ihr denn da auf Distanz? Ich lauf genau so geht das. Rein. Jedes Mal.
Warum holst du denn keine Armbrust? Weil ich die doof finde, weil die immer nachladen muss einmal. Die muss ja auch nachladen. Das muss ja jede Waffe irgendwann. Ja, aber irgendwann ist nicht nach einmal bei mir. Das wäre ein schöner Screenshot gewesen. Das Bein war auf jeden Fall schneller auf dem Boden als der Rest des Körpers. Ich mag lieber Waffen, wo man ein bisschen schießen kann und dann erst aufladen. Das hat mir ja gar keinen Spaß. Ach so. Ja, warum? Ich meine, gerade mit einem Schuss macht es doch Spaß. Wenn man nicht dann genau sehen muss, dass der Schuss auch trifft. Ja, bei mir ist so die Sache mit dem Treffen ein bisschen komplizierter als bei dir. Okay. Glaube ich. Warum? Weil ich da nicht so gut kann. Du bildest mit deinem Arm eine gerade Linie, zielst auf den Kopf und dann der Rest von geht auf wundersame Weise von alleine. Du musst nur noch abdrücken. So zum Beispiel. Hast du gesehen? Boah, das würde ich nie schaffen, glaube ich. Okay, jetzt eine kleine Spinne. Oh Gott, nachladen. Mir fällt das nie auf, wenn ich nachladen muss. Wir gehen in die falsche Richtung, wenn wir zum Händler wollen. Dann müssten wir... Oh Gott. Ja, komm, ich halte dich ein bisschen. Sag, alles kein Problem. Ja, okay. Ich könnte ja auch mal was vertragen, aber mich heilt ja keiner, mich hat keiner lieb. Der Ustra muss sich immer allein die Spritze reindrücken. Oh. Macht ja nix. Jetzt läufst du auch noch weg. Ja, klar, jetzt hab ich auch selber geil. Jetzt auch egal. Oh, toll. Du bist zu langsam. Ja, du bist ja weggerannt von mir. Ich hab ja noch Blut an. Du willst ja gar keine Hilfe. Doch, ich will Hilfe, natürlich. Aber zeitig bitte. Ich hab Termine. Okay. Zack, der da hinten ist weg. Okay, wir können jetzt auf den Campingplatz gehen. Da sehen wir noch vielleicht eventuell noch ein paar Freunde. Eventuell, wenn die nicht alle schon tot wären. Okay. Ja, wir sind schon wieder lange dabei. Ach, man sieht ja sogar, wie lange man dabei ist. Ist nicht die schnellste Runde. Kann ich dir jetzt schon mal verraten. Oh, 26 Minuten fast, ne? Ja, Hammer. Ist ja heftig, ja, das stimmt. Belangloser Unterhaltung um Zombie... Ja, du weißt schon, was ich sagen wollte. Ja gut, aber es dauert ja auch immer länger, je mehr Spieler da sind, ne? Ja, und klar, und umso größer die Map ist natürlich auch nochmal eine Sache. Ja. Ist ja eine Riesenmap, weil die Mobs kommen ja... die Zombies kommen ja von überall. Sehr gut überlegt, sehr gut nachgedacht. Ja, ich hab mich nochmal verbessert. Wenn ich jetzt genau... was macht der da? Ja, das ist ja, der findet sich auch attraktiv hier, das Narbengesicht. Ja, ich glaube auch, ja. Ich will damit natürlich niemanden, persönlich treffen, aber der sieht wirklich böse aus, wenn man sich mal hier anguckt. Ja, der hat schon einiges hinter sich. Der hat schon ein bisschen was hinter sich. Der hat so mit dem Flammenwerfer gespielt oder so. Ja, Kettensäge. Kettensäge. Meine. Okay, dann killt er. Irgendwie bin ich jetzt die ganze Zeit in so einer Zoom-Ansicht. Perfekt. Zoom? Okay, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt kommt noch ein Mob. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, das weiß, glaube ich, gar keiner. Aber der wird ja bestimmt zu uns hinkommen. Ja, oder? Der ist irgendwo buggy und, Ja, ist doch immer so, die kommen dann zu einem hin und, Nicht überall. Ja. In Foundry spawnt so eine Spinne auch gerne mal im Garten und die kommt dann da nicht mehr raus. Das habe ich ganz oft. Ach, da hinten ist er doch. So, kürzen wir das mal ab. Im Garten, okay. Ja, da gibt's einen Garten. Da kommt man von innen gar nicht dran. Ja. Und dann kann man nur durch so ein Fenster im Springen so auf den drauf schießen. Dann kann man das. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht verbessert haben. Die arbeiten ja auch hier nun wieder mal da dran. Oh, ich muss mal gucken, dass ich mir meine Lieblingswaffe kaufe. So, ich hab dir mal ein bisschen Geld zugeschustert. Weil ich so ein vorbildlicher. Ach so. Ich hab schon. Hast du nicht verkauft? Die Handkanone habe ich verkauft, genau. Ach ja, die ist ja eh nicht so. So, ich glaube, das ist jetzt die letzte Runde, wo wir reinkommen, ne? Also die... Das ist jetzt die letzte Runde mit Zombies, aber es sind ja gar keine Zombies. Das sind ja Mobs, richtig. Nee, das sind Versuche, Specimen, also Versuchskaninchen einer langwierigen Forschung, die ich dir nicht erklären werde, weil das zu lange dauert. Ja, ist das wirklich so? Ich dachte ja, immer, das hat eine Story. Okay, wo kann man die denn nachlesen? Ich habe die noch nie gesehen. Die kannst du entweder auf den einzelnen Karten lesen und oder je nachdem, in welcher Map du dich befindest, kannst du das dann da auch erkunden. Zum Beispiel Biotic Labs, wo wir jetzt das erste Mal waren, da ist es ja so, die sind ja in diesen Behältern drin, die werden also gezüchtet, diese Viecher. Genau, ja, das habe ich gesehen, aber... Ja, und der Papa, der Patriarch, der ist ja sozusagen der Obermotz von denen.
Okay, aber Menschen haben die erschaffen, ne? Also jetzt nicht der Patriarch. Nee, die haben. Ja, der Patriarch hat Menschen genommen und. Der Patriarch hat Menschen genommen und die sozusagen verändert. Ah, okay, cool. Wusste ich gar nicht. Zum Beispiel in der. Da gibt's ja noch hier diesen Bunkerkarte. Genau. Schon wieder ein Frosch. Natur pur in meinem Hals hier. Diese Bunkerkarte. Unten im Bunker ist es ja auch so, dass es da. Auf den Tischen liegen ja diese Unsichtbaren und die werden die ganze Zeit zu Elektro geschockt, damit sie halt unsichtbar werden. Ja. Okay. Da gibt's ja dann, das meinst du glaube ich auch, wo es ja die Embryos gibt in dem Glas. Das ist ja der Map. Okay, dann muss ich mir das mal durchlesen. Ich wusste das gar nicht so. Ja. Ist nicht einfach nur stupides Geballer. Ah, doch, bei mir meistens schon. Einfach draufballern, bis das Tod ist und fertig Sinn ist. Und, ja, bis es nicht mehr zuckt, ich weiß. Genau. Muss ja alles schön tot gehen, sonst greifen die einen an und dann ist man selber tot. Ach, Quatsch. Hast du ja doch gut geschlagen. Wir spielen übrigens immer noch auf normal, wenn es das noch gar nicht aufgefallen ist. Ja? Ja, ja. Oh nö, das, nö. Das ist also gar nicht so schlimm auf normal. Ich kapsel mich mal ein bisschen ab und mach mal ein bisschen Harakiri hier durch den Wald. Oh, Kettensäge. Also wenn ich, ich sag mal, alleine spiele, dann würde ich das nicht schaffen. Das, Nein? Das auch nicht. Nein, ich schaff das nicht. Ich glaube, da sind meine Waffen falsch, also... Ich spiele ja wirklich nur die Waffen, die mir gefallen und ich glaube, das ist da ein bisschen... Da ist ja egal. Es gibt ja keine falschen Waffen hier bei dem Spiel. Das ist ja das Gute daran, finde ich. Du kannst ja theoretisch auch alles mit der Pistole machen oder mit weiß ich nicht was für Waffen. Oder eben mit dem Messer oder so. Wenn man da wirklich gut zielen kann und alles dann ja, aber für mich ist das schon schwierig. Ach, ich habe vollstes Vertrauen in dich. Deine Zuschauer glauben an dich, ich glaube an dich. Das ist doch das Wichtigste. Ja, ich glaube nicht an mich, aber okay. Das muss kommen, das Vertrauen. Ah, ja, ein bisschen mehr Übung, dann geht das auch irgendwann. Na, siehst du, dafür sind wir ja hier. Wie gesagt, wir wurden ja schon gefragt, komischerweise, ob wir nicht auch andere Sachen let's playen. Zusammen. Warum auch immer. Ja, erstmal müssen wir ein bisschen in Killing Floor was spielen. Ja, irgendwie, erstmal müssen wir ein bisschen Killing Floor spielen, habe ich auch schon gedacht. Erstmal den. Oh Gott, verdammt, ich laufe jetzt. Oh. Du bist genau vor dem gelaufen, den ich heilen wollte. Macht doch nichts, ist er gestorben? Nein, also. Oh, ich habe hier ein bisschen Spaß gerade. Ja, ich sehe gerade schon. Spaß mit Waffen. Oh mein Gott, so viel Slow Motion. Das kommt durch mich. Oh. Hallo, Papa. Nein. Sogar zwei Stück. Oh, das sind die schlimmsten Mobs hier eigentlich, weil die immer ausrasten und dann... Ah, siehst du, das sind ja auch die Ausraster. Hast du wieder was gelernt? Oh mein Gott. Fuck. So, okay. Einen habe ich erledigt, weil ich weiß nicht, wie das mit dem zweiten ist. Okay, den... Oh, ja, der war auf mich drauf. Oh, ich sehe nichts. Also das ist das Doofe an dem Flammenwerfer. Du siehst einfach mal gepflegt gar nichts. Wie geht's dir so vom Leben her? Geht's dir noch... Ah, nee, der ist schon mal tot. Dem kannst du nicht mehr helfen. Ach doch, dem kannst du noch helfen. Schade. Verdammt, warum? Oh, irgendwas ist. Habe ich schon erledigt. Okay. Mach dir keine Sorgen, ich bin. Den heil ich wieder. An deinem Rücken, riech an dir und heil dich manchmal ab und zu. Okay, ich habe Angst. Brauchst du nicht. Vertrau mir, lass dich einfach fallen. Das ist kein Problem. Oh ne, da bin ich tot. Nein, ich fange dich da auf. Das will ich sehen. Ja, sicher. Ah, wo ist denn der eine, der hier wieder zum Heilbruch kommt? Da kommen noch zwei, drei von den normalen Mobs kommen hier oben über den Berg. Ah ja, zwei, drei, sag ich ja. Ja, aber es fehlen ja noch drei Stück. Zwei Stück. Zwei. Ja, ich sehe noch einen Dicken. Geschafft. Ja, dann kommt der Papa. Dann müssen wir mal gucken, wie wir den erledigen. Dann mache ich wahrscheinlich keinen Nahkampf. Da gehe ich wahrscheinlich auf irgendwas... Weiß nicht, ob ich wieder auf Scharfschütze gehen soll. Das ist so eine Überlegung wert. Ja, da kannst du ja dann den Bogen ausprobieren. Also den Bogen habe ich ja eh mit. Ich meine Dingens hier. Ach, wie heißt es nochmal? Ja, ich höre dir zu. Ich komme gerade nicht drauf. Es ist ja, die schweißen uns gerade aus. Also wir gehen mal unten lang. Nein, haben die nicht. Dann komm schnell rein. Nee, ich gehe jetzt unten lang. Ist mir jetzt egal. Okay. Nee, ich bin eine Diva. Lass mich in Ruhe. Nee. Wenn die nicht wollen, dass ich dabei bin, dann halt nicht. Oh, ich habe eine Kettensäge gefunden. Ich glaube, du musst auch schweißen gleich. Ja, ja. Ich weiß zwar nicht, was das soll, wenn der Patriarch da reinkommt, gibt's einmal ein großes Krabum und dann sind alle tot, aber... What the hell? Interessiert mich ja nicht. Ja, ist ein bisschen zugeschweißt. Minimal.
werde dich dabei seelisch unterstützen. Hallo. Danke, danke, dass du hast. Ah, du hast in meinem Kopf. Oh, hier ist ein Skelett. Ja. Ja. Ich gehe auf. Lauser Mann, ey. Ich gehe auf Scharfschütze. Ah, ich darf das nicht hören. Ich spiele es auf Englisch. Ich weiß nicht, du spielst es auf Deutsch? Ja, auf Deutsch, ja. Ah, okay. Ich habe ja auch die zensierte Version. Ja gut, die zensierte Version hatte ich ja vorher auch mal, aber, ne? Also ich glaube, mir reicht es auch, wenn ich... So, ich habe... Ja, ach, ist heute Geldregen oder wie? Ja, der eine braucht ein bisschen. Oh, ich glaube nochmal 50, da kann ich noch ein bisschen meine Rüstung aufbauen. So, ich habe mal meine Laserknarre geholt, die heftigste der Scharfschützenwaffen. Der ist über uns und hat. Ja, der. Ja. Ja. Ja, Kind. Kinder, was ist los? Ich müsste also warten, bis der alles hier. Das ist Quatsch, hier drin zu warten. Tut mir echt leid. Ich gehe raus. Der erledigt uns hier drin. Der braucht noch einmal. Ja, klar. Ich meine, der braucht noch einmal mit dem Raketenwerfer. Komm, dann haben wir alles. Hör auf. Na gut, das stimmt. Lass uns lieber rausgehen. Der müsste über uns sein. Die Frage ist nur, wo genau? Der versteckt sich ja auch erstmal. Aua! Oh. Ja, verstecken! Ich sehe das schon! Oh shit! Oh, was ist Gatling! Ah, nein! Ich seh nix! Nati, komm zu mir! Komm! Oh mein Gott, der hat mich voll angegriffen! Ja, aber irgendwie hab ich gar nichts mehr gesehen durch die ganzen Granaten. Komm her! Komm, keine Angst! Wir haben dich doch! Wir haben dich alle lieb! Ich fange dich auf, hab ich doch gesagt! Ah, danke schön, ich dachte schon, ich sterbe, ich hätte noch 12 Leben. Ja, leg doch alle. Da hinten ist er. Nee, das ist der normale. Ich. Weißt du, wohin der gelaufen ist, zufällig? Boah, nee, ich hab gar nicht mehr. Ich hab nur auf mein Leben geguckt und dachte mir so, nein! Ja, ist ja nicht schlimm. Gibt's jetzt Überraschung, wenn er gleich irgendwo. Keine Ahnung. Gott, hinter mir waren wieder ganz viele Zombies. Normale. Ja. Ich mach mal hier die Vorhut. Nicht das, was du wieder denkst. Ach, da ist er doch, hinter dir. Wo? Oh mein Gott, da. Ich glaube, ich treffe mit der Waffe nicht. Irgendwas ist hier falsch. Irgendwie ist er am Auto. Ich glaube, man. Ich hoffe, ich habe ihn getroffen. Einfach mal. Wo ist er? Weiß ich nicht. Ich habe nichts gesehen. Ich sehe nicht, wo der hinläuft. Er hat auch die Laserknarre gehabt. Den wir jetzt. Ich habe noch 6 Schuss. Da ist er! Oh. Ich hab den nicht gesehen. Hinter dir! Der kommt gleich von dem Laster! Was sagt das doch nicht? Was? Oh, warum immer ich? Warum? Ah! Wenn ich dir doch sag! Warum werde ich denn immer ausgesucht? Du musst mir vertrauen, Nati, hab ich doch gesagt! Ach Mann, ich hasse den. Der killt mich jedes Mal. Ach Quatsch! Doch, ist so. Letztes Mal war das doch auch so, weißt du nicht? Da warst du der Letzte, der das gemacht hat. Ja, ich hab das Gefühl, das wird auch diese Folge wieder so passieren, wenn das so weitergeht. Ich muss mir meine eigene Knarre wegschmeißen, ich weiß nicht. Er hat immer noch 2 Schuss. Er hat noch 4 Schuss gehabt in seiner Bombe, okay. Der muss doch wieder nach da gelaufen sein, alles andere macht doch keinen Sinn. Ja, wahrscheinlich versteckt er sich selber hinterm LKW und dann wartet er ab. Remember to heal, danke. Das hätte ich jetzt echt ach, da ist er! Papa ist im Haus. Boah, von der Seite, sehr gut. Den haben wir. Ja, ich kann mal so eine Blume rausgucken immer, finde ich. Das ist so ein, keine Ahnung, so ein Wurmmonster. Ist auch scheißegal, was er ist. Hauptsache, es ist tot. Und wieder einmal haben Natidol und der Ustra, meine Wenigkeit, dieses Levelchen erfolgreich gelöst. Falls ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt das in die Kommentare. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Natidol und mich, schreibt das auch in die Kommentare. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge Killing Floor. Scheint so. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.